Willkommen beim Report. Koalitionärer Stresstest live im Studio Sigrid Maurer und August Wöginger. Abschiebepraxis, welche Konsequenzen hat der Mordfall Leonie und Ballpolitik? So verwoben sind Fußball und Politik. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Heiß und gewittrig ist derzeit nicht nur das Wetter hier in Wien, sondern auch das türkis-grüne Koalitionsklima. Keine Rede von Sommerpause oder gar Sommerloch. Im Gegenteil, die Differenzen innerhalb der Regierung von Asyl bis Klimapolitik werden immer öfter auf offener Bühne ausgetragen. Ob das auch bei unseren heutigen Live-Gästen der Fall sein wird, erfahren wir gleich. Sigrid Maurer, Klubobfrau der Grünen, und August Wöginger, Klubobmann der ÖVP, kommen ins Studio. Beide wichtige Verhandler im Nationalrat, wo vor allem der Ibiza-Untersuchungsausschuss und seine Folgen die türkis-grüne Zusammenarbeit in den letzten Monaten schwer belastet hat. Und das war und ist nicht der einzige Stresstest für die Regierung, analysieren Ilmaz Gülüm und Julia Ortner. Alles, was wir ausmachen, das hält. Und die Sigi Maurer ist für mich wirklich eine tolle Ansprechpartnerin. Genauso? Oder auf jeden Fall. Nein, die Zusammenarbeit funktioniert gut und ich mag, dass der August Wöginger guten Humor hat. Und was mag man gar nicht aneinander? Ich habe noch nichts gefunden. Ich auch nicht. Sigrid Maurer und August Wöginger, das Club-Obleute-Doppel, das den türkis-grünen Laden zusammenhält. Damals bei der ersten Regierungsklausur in der Wachau, noch im Stadium des hoffnungsvollen Kennenlernens. 1,5 Jahre später endet die Parlamentssaison für die Regierung ja eher angestrengt. Mit Unstimmigkeiten rund um die Justiz, U-Ausschuss, Chats und Kanzlerermittlungen. Der Report bietet professionelle Beobachter internationaler Medien, um ihren Blick auf die Wiener Verhältnisse und ihre politische Sommerbilanz. Wie würden Sie die politmediale Kultur in Österreich mit einem Wort beschreiben? Überreizt. Und warum? Überreizt deshalb, weil einerseits diese Boulevardisierung von Österreichs Medien verschafft jenen Stimmen Auftrieb, die ganz knapp und überspitzt formulieren können, die kriegen am meisten Aufmerksamkeit. Wenn Sie den politmedialen Zustand oder das Verhältnis in Österreich mit einem Wort beschreiben müssten, wie würden Sie es beschreiben? Zumindest unterhaltsam. Und zweitens ist es auch so, dass in Österreich man manchmal den Eindruck gewinnt, dass sich eigentlich alle als Opfer fühlen. Und wenn man sich als Opfer fühlt, neigt man, glaube ich, zur Dünnhäutigkeit. Und es ist dann schon so, dass die ÖVP sich als Opfer einer angeblich politisierten Justiz darstellt und die Opposition wiederum stellt sich als Opfer einer angeblich übermächtigen ÖVP dar. Und ich glaube, diese Mischung ist nicht gut für die österreichische Politik. Wie würden Sie jetzt die politmediale Kultur in Österreich beschreiben, die Sie hier erleben? Eng. Das ist ein enges Verhältnis, deswegen, weil es sehr viele Kommunikationswege gibt, die jeweils die Regierung sucht an die einzelnen Zeitungen, an die Medien. Und dieser enge Konnex ist etwas, was noch durch verbunden wird, durch ein erhebliches Maß, jedenfalls wenn es die Zeitungen angeht, an Presseförderung, die in Zeiten von Corona deutlich erhöht worden ist. Und da wurden sicherlich Anzeigen geschaltet, aber davon haben natürlich in erster Linie die großen Boulevardblätter, die nicht so schrecklich unfreundlich gegenüber der Regierung sind, profitiert. Der Kampf gegen die Pandemie überlagert nach wie vor alle anderen Themen. Der Gesundheitsminister der Grünen wechselt im April, der regierungsinterne politische Wettbewerb bleibt. Wer verkündet auch die guten Nachrichten, wenn möglich als Erster? Wir stehen heute mit großer Freude vor Ihnen, denn wir können die nächsten Öffnungsschritte präsentieren, die mit 1. Juli stattfinden werden. Heute machen wir einen wichtigen Schritt genau in diese Richtung. Was mir ganz wichtig ist, diesen heutigen Erfolg haben Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher, erreicht. Wir haben das alle gemeinsam geschafft. Über einen großen Wurf wie das kürzlich beschlossene Erneuerbarenausbaugesetz, das den Rahmen für den Ökostromausbau festlegt, werde wegen Corona kaum geredet, meint Ivo Mainzen von der Neuen Zürcher Zeitung. Die hiesige Corona-Politik hält dafür unstet, zwischen Härte zu Beginn und einer viel liberaleren Haltung heute. Das hat eigentlich eher verunsichert und der zweite Punkt ist, dass die Kosten in Österreich meiner Meinung nach doch sehr hoch waren, auch wenn man das mit Nachbarländern vergleicht. Also es war eine tiefe Rezession. Und die Tatsache, dass
Österreich viel Geld ausgegeben hat, glaube ich, ist noch nicht ein Erfolgsfaktor, wie das oft so dargestellt wird. Der U-Ausschuss und das Ringen um die Justiz hätten auch alle anderen inhaltlichen Themen verdrängt, sagt der ARD-Berichterstatter. Und zwar überschattet worden massiv seit den Veröffentlichungen der Chat-Protokolle im Januar, Februar, der Hausdurchsuchung beim Finanzminister, den weiteren Enthüllungen. Und da ist an sich meines Erachtens von der inhaltlichen Arbeit sehr, sehr wenig durchgescheint. Das heißt, bei der Frage zum Beispiel Rentenreform, Pensionsregelung, das ist ein Megathema und alle sagen letztendlich, das ist auf Dauer nicht zu finanzieren. Das ist bislang auf die lange Bank geschoben worden. Selbst das Club-Obleute-Doppel beteiligt sich an Angriff und Verteidigung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Abbild einer Koalition, die in der Pandemie eben zusammenhalten muss. Ja, diese Attacken durch den Clubobmann Wöginger und auch durch den Kanzler sogar sind absolut durchsichtig. Es gibt offensichtlich eine sehr große Nervosität innerhalb der ÖVP. Ich würde mir also erwarten, dass die ÖVP ihre unwürdigen Attacken gegen die WKStA einstellt und ihre Energie dorthin richtet, wo sie hingehört, nämlich zur Aufklärung dieser äußerst dubiosen Vorgänge. Der Anlass der heutigen PK sind die Fehler und falschen Annahmen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegenüber Gernot Blümel. Der Finanzminister wird seit Tagen mit falschen Vorwürfen konfrontiert. Das ist nicht nur menschlich letztklassig, das hat auch dem Amt geschadet. Für Florian Gasser von der deutschen Wochenzeitung Die Zeit stehen beide Regierungsparteien jetzt vor großen strategischen Herausforderungen, je nach Klientel. Es war das große zentrale Versprechen von Sebastian Kurz: Mit mir kommt eine neue Form der Politik. Ich beteilige mich nicht am Anpatzen, das war das eine, aber ich werde diesen Staat auch anders führen. Er wird sich jetzt eine neue Geschichte für seine Kanzlerschaft überlegen müssen. Es wird auch weiter nicht rundlaufen, wenn man sich anschaut, mit welcher Vehemenz die Grünen, in dem Fall die grüne Umweltministerin, zum Beispiel den Bau des Lobautunnels zumindest mal vorübergehend gestoppt hat. Die wissen ganz genau, die Klimapolitik, damit steht und fällt unsere Regierungsbeteiligung. Derzeit ist das Bild für die Koalition ernüchternd. Im vergangenen Jahr habe es noch 2/3 Zustimmung zur Arbeit der Regierung gegeben, die sich laut aktuellen Umfragen mittlerweile auf etwa 1/3 halbiert habe, sagt die Meinungsforscherin. Die Unzufriedenheit hat eindeutig zu tun mit Inhalten, die nicht Corona-bedingt sind. Denn die Zustimmung zu den Corona-Regierungsmaßnahmen, die ist im gleichen Untersuchungszeitraum sogar wieder leicht gestiegen. Das heißt, die Österreicherinnen und Österreicher sind sehr wohl in der Lage zu unterscheiden, Ibiza-Untersuchungsausschuss und alles, was damit einhergeht auf der einen Seite und Corona-Maßnahmen auf der anderen Seite. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik wieder zu stärken, wohl auch eine Aufgabe für Türkis und Grün im politischen Herbst. Und wie sehen das die beiden Clubobleute, die heute nach langer Zeit das erste Mal wieder gemeinsam ein Interview geben, und zwar hier bei uns im Studio? Guten Abend, Sigrid Maurer, Clubobfrau der Grünen. Guten Abend. Und guten Abend, August Wöginger, Clubobmann der ÖVP. Ebenfalls danke fürs Kommen. Guten Abend, sehr gerne. Herr Wöginger, ich würde gerne bei Ihnen anfangen. Vor einem Jahr haben Sie gesagt, mit der Sigi kann man gut lachen und Sie haben ein tadelloses Vertrauensverhältnis. Jetzt nehme ich einmal an, in der letzten Zeit gab es wenig zu lachen, aber wie steht es denn ums Vertrauen? Ist das zu den Grünen also noch gegenüber intakt? Selbstverständlich, sonst würden wir nicht diese großen Projekte auf den Weg bringen, wie das Erneuerbaren Ausbaugesetz oder die Reform im BVD-Bereich oder die Novelle im Universitätsgesetzbereich. Wir haben jetzt auch die ersten Schritte bei der Pflege gesetzt, mit der Community Nurse. Also das würden wir alles nicht zustande bringen, wenn nicht ein Grundvertrauen in diese Regierung da wäre. Das kann ich nach wie vor bestätigen. Aber natürlich ist es in der Partnerschaft auch einmal so, dass es einmal Bresseln gibt, sagen wir da dazu, oder dass einmal auch etwas ausgeredet werden muss. Das ist ganz logisch. Und ich glaube, dass wir beide das sehr gut im Griff haben, auch die, unsere Mandatare sozusagen auch rechtzeitig zu informieren, sie über die Vorgänge in Kenntnis zu setzen.
Und dann schaffen wir es halt auch, derartig große Gesetzesbeschlüsse auch umsetzen zu können. Aber Stichwort Brüssel, da haben Sie einen ganz großen am Tisch. Und zwar offenbar, was die Justizministerin anbelangt. Denn Ihre Abgeordneten werfen ihr vor, sie hätte das Parlament, die ÖVP, nicht ausreichend über die Ermittlungsschritte bezüglich der Korruptionsstaatsanwaltschaft informiert. Und der Nachsatz von Abgeordneten Gerstl ist, die Ministerin ist kein Staat im Staat und darf, Zitat, nicht außerhalb des demokratischen Systems stellen. Das ist eine neue Qualität des Angriffes. Und die Frage ganz kurz an Sie, haben Sie überhaupt noch Vertrauen zu Alma Sadic? Natürlich haben wir Vertrauen in die gesamte Bundesregierung. Einige Vorgänge beim Untersuchungsausschuss, die haben uns aber wirklich stark zweifeln lassen. Und da geht es gar nicht um die Ministerin, sondern da geht es um einige wenige Spitzenbeamte in der WKStA. Und da haben wir Fragen gestellt, die wir glauben, die wir hier auch, wo wir Antworten auch haben wollen. Und das ist das. Wir haben einige parlamentarische Anfragen auch an die Justizministerin gestellt, warum zum Beispiel auch Chats heruntergestuft wurden oder warum die Chats vom Strache noch nicht ausgewertet sind. Aber das hat alles in sich mit dem Untersuchungsausschuss zu tun, der uns, das stimmt, wirklich auch gefordert hat in den letzten Monaten. Das ist korrekt. Aber das Vertrauen in die Bundesregierung ist nach wie vor gegeben. Aber Sie greifen damit die Justizministerin selbst an. Das ist eine neue Qualität, Frau Klobopfrau. Und die Frage ist, stehen Sie nach wie vor zu einem eigentlich harten Befund? Die ÖVP hätte ein gestörtes Verhältnis zum Rechtsstaat. Also insbesondere der hier zitierte Abgeordnete Gerstl, auch der Herr Hanger, haben sehr fragwürdiges Verhalten regelmäßig. Die treten sehr schrill auf und selbstverständlich sind diese Vorwürfe absolut zurückzuweisen. Ich sehe das aber ehrlich gesagt ein bisschen gelassen. Die ÖVP stellt Anfragen, ja meine Güte, das gehört zum Parlamentarismus dazu. Wir sind dem Parlamentarismus verpflichtet und sie wird diese Anfragen natürlich in gewohnter Art und Weise beantworten. Ich kommentiere auch nicht alles, was aus der dritten Reihe der ÖVP kommt. Gut, das klingt jetzt aber nicht harmonisch. Wenn man die Augen zumacht, denkt man sich, okay, das sind nicht zwei Koalitionspartner, die jetzt wirklich Projekt für Projekt sehr konsensual voranbringen. Ja, bei der Auftritt, soll die irgendwie Neuwahlgerüchte widerlegen? Oder anders gefragt, wie lange kann das noch gut gehen? Also, Frau Schnabel, seien Sie mir nicht böse, aber die Frequenz, mit der Neuwahlen oder ein Koalitionskrach herbeigeschrieben wird, die ist wahnsinnig hoch, viel zu hoch. Wir haben 1,5 Jahre extrem intensive Arbeit in der Pandemie hinter uns. Wir haben das aufwendigste Parlamentsjahr hinter uns. Wir haben 13 Sondersitzungen. Wir haben so viele Beschlüsse wie noch nie im Parlament geschafft. Ohne eine wirklich gute Zusammenarbeit zwischen uns beiden wäre das schlicht unmöglich, genauso wie das die Bewältigung der Pandemie wäre. Und selbstverständlich, also ich verstehe schon, die Medien interessieren sich immer für den Konflikt und weniger für das, was eigentlich weitergebracht wird, für das Inhaltliche. Wir haben gerade das größte Energiewendepaket aller Zeiten beschlossen, das Erneuerbaren Ausbaugesetz. Das garantiert, dass wir 2030 Strom zu 100% aus erneuerbaren Quellen haben. Wir haben Schritte in der Pflegereform gemacht. Es ist ganz viel hier weitergegangen und darauf konzentriert sich auch 90% unserer Arbeit. Und ja, es gibt Punkte, in denen gibt es Dissens, da diskutieren wir dann auch. Da gibt es durchaus große Meinungsverschiedenheiten, aber das ist doch bitte normal. Die Skandalisierung... Aber ich stoppe sehr ungern, aber wenn Sie uns das jetzt so erklären, dann stellt sich ja die logische Frage, wenn das so konsensual ist, warum dann die Umweltministerin mit einem Zwischenstopp aller Straßenbauprojekte die ÖVP vor den Kopf stößt. Ich nehme auch nach Sie, Herr Würginger, Sie sind ja in Oberösterreich, aus Oberösterreich, also ist vom Bodensee bis zum Lobautunnel. Wieso redet man nicht miteinander? Warum weiß der Staatssekretär im Ministerium nichts davon? Also es gibt keinen Stopp dieser Projekte, es gibt eine Evaluierung. Und ich bin ehrlich gesagt überrascht über die Überraschung. Wir haben im Regierungsprogramm gemeinsam vereinbart, dass wir bis 2040 klimaneutral sein wollen. Wir haben gemeinsam vereinbart, dass wir die Bodenversiegelung stoppen müssen. Wir haben heute wieder einen unglaublichen Hitzetag. Die Bauern und Bäuerinnen klagen darüber, dass es Dürre gibt, dass sie zu wenig Wasser haben. Das sind alles Auswirkungen des Klimawandels. Und da muss es gerechtfertigt sein, dass man sagt, okay, wir evaluieren die Projekte, die seit 15, 20, 30 Jahren geplant waren und schauen uns nochmal an, sind sie verträglich mit unserer Klimaschutzstrategie?
Und ich sage Ihnen, manches davon wird gebaut werden, manches davon wird vielleicht auch nicht gebaut werden, aber es ist einfach eine simple Evaluierung und die macht, das sagt dann doch der Hausverstand, dass es Sinn macht, wenn man sich neue Ziele gesteckt hat. Und die Klimaneutralität ist ein riesengroßes Ziel und auch ein zentraler Auftrag an diese Bundesregierung und da müssen auch alle beitragen. Aber die Aufregung ist absolut übertrieben. Die Aufregung ist in der ÖVP groß. Um die Frau Maurer zu zitieren, Herr Vögänger, sagt Ihnen auch der Hausverstand, wenn man Klimaziele gemeinsam mitbeschließt, dann wird halt manches nicht gebaut werden, weil man es vielleicht nicht mehr braucht? Natürlich, das ist ja kein Widerspruch. Aber uns ist auch wichtig natürlich, dass erstens einmal alles auf den Tisch gelegt wird, jetzt bis September, was hier an Projekten da ist und wo die Genehmigungen auch abgeschlossen sind, das heißt, wo die Prüfungen auch fertig sind. Und dann gehen wir schon davon aus, dass diese Projekte, wo das alles in Ordnung ist, dass die auch gebaut werden. Und darum geht es, weil ich komme aus einer kleinen Gemeinde, da fährt keine U-Bahn, da fährt keine Straßenbahn. Wir sind froh, dass ein paar Mal am Tag der Bus vorbeikommt. Also wir müssen ja auch antworten geben für die ländliche Bevölkerung, für die Pendlerinnen und Pendler. Aber ich sehe keinen Widerspruch hier. Jetzt einmal alles auf den Tisch und dann schauen wir dort, wo die Genehmigungen da sind und die Prüfungen abgeschlossen sind. Und ich gehe davon aus, dass etliche dieser Projekte auch umgesetzt werden. Aber Herr Vögänger, jetzt wird es interessant, weil Sie haben durchklingen lassen. Sollte nach der Evaluierung bei manchen Projekten rauskommen, nein, das rentiert sich nicht aufgrund der Klimaziele. Es geht sich auch wegen der Klimaziele nicht aus. Dann wird das die ÖVP wirklich akzeptieren? Wichtig ist, dass jetzt einmal alles auf den Tisch kommt. Wir haben diesbezüglich auch eine parlamentarische Anfrage gestellt an die Umweltministerin, weil es ist auch erlaubt, dass ÖVP-Abgeordnete parlamentarische Anfragen stellen. Aber es ist ungewöhnlich in einer Koalition, na ja, oder? Bitte, wir haben jetzt ein paar Anfragen gestellt, 26, glaube ich, sind es von 4.000 insgesamt, die Parlamentarier gestellt haben. Wir haben die meisten Abgeordneten, nämlich mit 71, und wir stellen sie eh nur dort, wo wir wirklich der Meinung sind, dass man sich jetzt hinsetzen soll, das auch bewerten soll. Und vor allem wollen wir natürlich, dass diese Projekte, wo die Genehmigungen abgeschlossen sind, dass die auch gebaut werden. Genau, also abwarten in einer anderen Frage, Frau Maurer, auch noch, nämlich die folgenreichste Konsequenz des Untersuchungsausschusses ist die vielleicht mögliche Anklage des Bundeskanzlers. Warum sagen die Grünen nicht klipp und klar, was machen Sie dann, wenn es wirklich zu einer Anklage kommt? Weiterregieren? Also wir stellen die Justizministerin, wir haben das Justizressort sehr absichtlich übernommen und die Alma Sadic sorgt dafür, dass diese Ermittlungen unabhängig erfolgen können. In der Vergangenheit war das nicht immer so der Fall, so hat es zumindest den Anschein. Unter ÖVP-Ministern, sagen Sie? Auch unter ÖVP-Ministern. Sollte es zu einem Strafantrag kommen, dann wird man sich das anschauen, was da drinnen steht und dann bewerten. Ich halte nichts davon, alle möglichen Schritte von den Weg gar nichts wissen, zu kommentieren. Es haben die Behörden zu arbeiten, dass das funktioniert, dass die in Unabhängigkeit ermitteln können. Dafür garantiert unsere Justizministerin. Und ich glaube, dass es nicht gut ist, diese Debatte noch weiter zu überhitzen. Die Behörden sollen in Ruhe arbeiten können. Da geht es ja nicht ums Überhitzen. Das ist ja folgenreiche politische Entscheidung. Und Sie müssen sich ja darüber auch Gedanken gemacht haben. Sie könnten ja einfach den Satz des Vizekanzlers Werner Kogler gestern gegenüber den Salzburger Nachrichten vervollständigen. Er sagt, die Zusammenarbeit mit einem verurteilten Bundeskanzler wird sich nicht ausgehen, auch erstinstanzlich. Meine Frage, geht sich die Zusammenarbeit mit einem angeklagten Bundeskanzler aus, um all Ihre klimaaufgezählten Ökoprojekte durchzubringen? Werner Kogler hat es bereits gesagt, ein verurteilter Bundeskanzler ist nicht vorstellbar. Wir haben aber noch nicht einmal einen Strafantrag und wir werden zu gegebenem Zeitpunkt uns anschauen, sollte das tatsächlich stattfinden, dann wird man sich anschauen, was da drinnen steht und dann zu diesem Zeitpunkt bewerten. Ich werde sicher nicht jetzt darüber spekulieren. Gut, da wird der Herbst dann weisen, was es bringt. Bis dahin ist die Lösungskompetenz, Herr Vögänger, gefragt, der Regierung und jetzt wissentlich, dass Sie beide nicht Mitglieder der Regierung sind und Ministerien führen, sondern eine wirklich wichtige Rolle in dieser Koalition spielen. Warum ist es nicht möglich, nach diesem tragischen Mordfall Leonie, Herr Vögänger und auch Frau Maurer, dass sich die zuständigen Ministerin und der Minister in dem Fall an einem Tisch setzen, eine Untersuchungskommission, was auch immer, gründen und die Lehren daraus ziehen, anstatt sich wochenlang die Schuld hin und her zu schieben? Haben Sie Antworten darauf? Also ich halte nichts davon, die Schuld hin und her zu schieben. Es ist ein tragischer Mord passiert, ein bestialischer Mord an einem 13-jährigen Mädchen. Es ist der 14. Mord an einer Frau oder einem Mädchen in Österreich dieses Jahr. Und was sind die Lehren daraus, Frau Maurer? Es gilt jetzt aufzuklären, es sind die Behörden am Zug. Die Täter, wir wissen noch nicht, wie das genau alles gelaufen ist. Das muss jetzt aufgeklärt werden. Dazu ist die Polizei, ist die Staatsanwaltschaft, sind die Gerichte am Zug. Und es ist vollkommen klar, diese Täter gehören mit
mit aller Härte der Gesetze verfolgt und verurteilt. Das ist das, was jetzt zu tun ist. Herr Wöginger, Sie haben eine andere Antwort. Die ÖVP will strengere Gesetze. Aber heute hat gerade auch genau über das Asylwesen die Leiterin der Kindeswohlkommission Irmgard Gries einen Befund auf den Tisch gelegt, der sagt, die Rechtslage passt, aber der Vollzug, auch im Mordfall Leonie, der funktioniert nicht. Die Behörden arbeiten nicht gut miteinander, sodass jemand, der eigentlich abgeschoben werden sollte, hier geblieben ist. Und dann kam es zum Verbrechen. Also für mich ist einmal eines ganz klar, es kann zu keinem Abschiebestopp kommen. Ja, das haben wir auch ganz klar dargestellt und das ist völlig inakzeptabel. Diese Morde sind natürlich insgesamt ein alarmierendes Zeichen. Ich bin auch der Meinung, dass man sich die Rechtslage noch einmal ganz genau ansehen muss. Aber wir sind hier auch der EMAK verpflichtet, das ist so. Die Frage, die wir uns stellen, ist das nach 3-4 Jahrzehnten immer noch zeitgemäß? Wir haben vor 30-40 Jahren eine ganz andere Flüchtlingssituation gehabt, als das heute der Fall ist. Daher glaube ich schon, dass man auch darüber nachdenken soll und muss, ob es hier nicht auch zu einer Änderung kommen soll. Weil eines ist noch wichtig, dieser Afghane, der diesen Mädchenmord begangen hat, ist 15 ins Land gekommen. 18 wurde er das erste Mal straffällig. Da hat es einen Innenminister Herbert Kickl gegeben. Und auch der ehemalige Innenminister Herbert Kickl hat es nicht zustande gebracht, diesen Afghanen abzuschieben, weil es einfach laut diesen europäischen Regeln und den Menschenrechtsrichtlinien nicht geht. Das heißt, was der Kickl da aufführt, ist unnötig, weil er selber hat diesen Afghanen nicht außer Landes gebracht. Es wäre aber gut und sinnvoll, darüber nachzudenken, ob wir hier eine Änderung anstreben sollen. Herr Wöginger, wir reden ja über die Verantwortung jetzt der jetzigen Regierung und nicht der vorigen. Und für Gesetzesverschärfungen haben Sie nicht die Zustimmung von der Frau Maurer, sprich von den Grünen. Wäre es nicht, bevor man über strengere Gesetze oder Änderungen nachdenkt, auch einmal nachdenkenswert, warum der Vollzug, also die Anwendung der Gesetze, und das hat die Frau Gries heute recht deutlich gesagt, also da wird eine sehr gut integrierte 12-jährige Schülerin mitten in der Nacht abgeschoben, es geht ums Kindeswohl und auf der anderen Seite jemand, der abgeschoben werden soll, wird nicht abgeschoben, da passt ja was im Vollzug, im System nicht. Also Österreich ist ja führend bei den europäischen Ländern, was das anbelangt, wie viele Flüchtlinge wir auch aufnehmen. Und darunter sind auch viele Kinder. Das muss man schon einmal betonen. Wir sind hier an zweiter oder dritter Stelle insgesamt in der Europäischen Union. Das ist gut so. Österreich hat eine langjährige Flüchtlingstradition. Aber eines geht nicht. Wenn man straffällig wird und dass man hier unsere Gesetze nicht einhält, dann muss es eine Möglichkeit geben, dass abgeschoben werden kann. Jetzt sind Sie mir wortrecht ausgewichen. Es geht um den Vollzug, Frau Maurer. Jetzt ist es ja so, dass heute diese Kommission ihren Bericht vorgelegt hat. Die Frau Justizministerin Sadic hat gesagt, sie will das umsetzen. Gleichzeitig hat das Innenministerium einen eigenen Bericht vorgelegt, von dem offenbar das andere Ministerium nichts wusste und teilweise widersprechen die sich. Warum ist es hier nicht möglich, besser zusammenzuarbeiten, nicht nur im Sinne der Eltern dieses ermordeten Kindes, sondern auch der Sicherheit der gesamten Gesellschaft? Also die Kriegskommission wurde eingesetzt von Vizekanzler Kogler, der damals Alma Sadic vertreten hat. Das war eine Arbeitsgruppe im Justizministerium, die dankenswerterweise einen sehr umfangreichen Bericht gemacht hat. Offenbar hat auch Innenminister Nehammer erkannt, dass es hier Handlungsbedarf gibt und selber eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Da spricht grundsätzlich mal überhaupt nichts dagegen. Es sind auch viele Punkte, wie ich höre, in diesen beiden Berichten deckungsgleich. Was wir jetzt tun werden, ist, uns die genau anzuschauen. Manche Punkte kennen wir, beispielsweise Verfahrenslängen etc., fehlende Kommunikation zwischen den Behörden. Das sind Punkte, an denen man gemeinsam arbeiten wird und ich bin auch zuversichtlich, dass das passieren wird. Und dann gibt es einen weiteren Punkt, Frau Maurer, nämlich Leonie ist nicht ein Einzelfall. Es hat in den letzten 2 Jahren auch Morde gegeben an minderjährigen Mädchen und die Kriminalstatistik zeigt uns ganz klar, es gibt hier offensichtlich ein Problem mit, wenn auch einer kleinen Gruppe an jungen afghanischen Männern. Warum hört man dazu von den Grünen nichts? Warum setzt man nicht da an in der Gewaltprävention, in der Integration? Wir haben gerade ein sehr, sehr großes Gewaltschutzpaket verabschiedet und wir thematisieren jeden einzelnen Mord. Im Gegensatz zu anderen politischen Mitbewerbern thematisieren wir nicht nur die Morde, wo man billig Politik und politisches Kleingeld machen kann und die Gesellschaft spalten. Gewalt von Männern gegen Frauen ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und ja, es mag hier Auffälligkeiten geben. Ich erinnere daran, wer die rechtlichen Morde begangen hat in Österreich heuer. Da einen Zusammenhang zu setzen zwischen einer ethnischen Gruppe einer bestimmten oder einer Nationalität. Es geht um die Integration, die offenbar nicht funktioniert. Und einer Gewaltneigung. Das halte ich für problematisch. Das also geht kein immer um die.
Nein, es gibt einen großen Handlungsbedarf und wir haben heuer bereits gehandelt. Der Punkt ist, es geht hier nicht darum, irgendwelche einzelnen Gruppen herauszufiltern und vorzuverurteilen, sondern es geht darum, tatsächlich dort anzusetzen, wo man was machen kann. Ja, das ist natürlich die Integration, das sind natürlich Beratungsangebote, das sind natürlich Frauenschutzangebote etc. Jetzt würde ich gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, nämlich diese beiden Positionen in dieser sehr umstrittenen Frage im gesamten großen Bereich Asyl zeigen ja, dass sie natürlich sehr unterschiedliche Parteien sind. Wer hindert sie daran? Wenn wir davon reden, dass eben sehr gut integrierte Lehrlinge oder Schülerinnen abgeschoben werden, die offenbar aber von der Bevölkerung und der Wirtschaft gewollt und gebraucht werden und auf der anderen Seite nicht gelungene Integration, die zu mutmaßlichem Mord wird, wer hindert Sie daran, dieses System gemeinsam besser, effizienter, fairer zu machen? Frau Schnabel, der Punkt ist, wir haben die Instrumente, dass die Asylgesetze geben all das her. Diese Personen hätten abgeschoben werden können. So ist es ja nicht. Sie werden nicht konsequent angewandt. Es gibt einen Haufen Sand im Getriebe aufgrund von teilweise fehlenden Stellenbesetzungen, fehlender Qualität. All das findet sich auch in den Berichten wieder. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Wir haben ausreichend Instrumente, um mit einer solchen Situation umzugehen. Genauso wie es ausreichend Instrumente gibt, dafür zu sorgen, dass Menschen, die hier geboren sind, die hier in die Schule gegangen sind, die hier aufgewachsen sind, auch in Österreich ihnen einen Aufenthaltstitel zu geben, sodass sie hier ihr Leben fortführen können. Herr Wöginger. Also es ist kein Geheimnis, dass dieses Thema ein sehr differenziertes ist in der Zusammenarbeit in der Regierung. Aber auch hier wird man Lösungsansätze dort und da finden. Da bin ich überzeugt davon. Und wenn es wer zusammenbringt, dann werden es wir beide sein im Parlament mit unseren Regierungsmitgliedern. Aber klar ist schon eines, dass der Rechtsstaat hier eingehalten werden muss. Wir haben bestehende Gesetze und die gilt es auch zu vollziehen für die zuständigen Regierungsmitglieder. Aber dass wir hier die Gespräche suchen, da bin ich jederzeit bereit dazu. Und ich möchte noch abschließend einmal sagen, diese Regierung hat in den letzten 1,5 Jahren so viel weitergebracht wie keine zuvor. Notgedrungenermaßen mit der Pandemie und der Wirtschaftskrise. Aber nicht nur. Wir haben große Brocken abgearbeitet aus dem Regierungsprogramm. Ich bin 19 Jahre im Parlament. Wie wir mit den Roten regiert haben, hätten wir jeden Tag die Neuwahlfrage stellen können von den Medien. Weil da haben wir gestritten und nichts weitergebracht. Jetzt haben wir manchmal unterschiedliche Meinungen, aber wir bringen etwas weiter und das zählt. Gut, das klingt wie eine Liebeserklärung. Da mache ich einen Schlussstrich und sage danke für den Besuch im Studio. Und wir wollen uns zu diesem Thema, nämlich dem Thema Asyl, nun anhören, was sagen jene, die mit dem komplexen Asyl- und Fremdenrecht vertraut sind. Warum funktioniert die Anwendung der Gesetze offenkundig nicht, wie der Fall Leonie zeigt? Und was werden sachlich begründet? Die richtigen Lehren daraus. Judith Langasch und Markus Preselmeier haben nachgefragt. Die Frage, warum jene afghanischen Asylwerber, die für den Tod der 13-jährigen Leonie verantwortlich gemacht werden, überhaupt noch in Österreich sein konnten, spaltet die Politik. Justiz und Innenministerium sehen die Verantwortung nach wie vor bei der jeweils anderen Behörde. Während das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl die lange Verfahrensdauer beim Bundesverwaltungsgericht kritisiert, betont man seitens der Justiz, das BFA hätte dem Gericht eine Frist auferlegen und das Verfahren so beschleunigen können. So einfach könne man das aber nicht sehen, sagt Harald Eberhardt, Professor für öffentliches Recht. Das sind Ausnahmeinstrumente. Es kann nicht der Regelfall sein, dass eine Behörde erster Instanz, das ist die Verwaltungsbehörde hier, die kontrollierende Behörde, das Gericht, mehr oder weniger kontrolliert. Eine alleinige Verantwortung beim einen oder beim anderen liegt in dem Zusammenhang nicht vor. Doch wer ist im Asylverfahren wofür verantwortlich? Wird in Österreich ein Antrag auf Asyl gestellt und ist Österreich zuständig, so prüft das BFA, ob die Voraussetzungen für Asyl vorliegen, etwa wegen Verfolgung aus religiösen oder politischen Gründen, oder alternativ für subsidiären Schutz, gedacht für jene, die zwar nicht persönlich verfolgt werden, denen aber dennoch im Herkunftsland Gefahr droht. Entscheidet das Bundesamt positiv, so erhält der Asylwerber Asyl oder subsidiären Schutz, vorerst auf Zeit. Ist der Bescheid negativ, so müsste der Asylwerber ausreisen, sonst droht die Abschiebung. Außer er legt eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein, das den Antrag nochmals prüft. Und das hat auf die Ausreise aufschiebende Wirkung. Entscheidet das Gericht positiv, besteht Schutz. Bei einer negativen Entscheidung muss er nun freiwillig ausreisen, ansonsten droht die Abschiebung. Theoretisch könnte der Asylwerber in besonders heiklen Fällen auch eine Instanz höher gehen, zum Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof.
Das BFA kann aber auch ein Aberkennungsverfahren einleiten, etwa wenn eine Straftat oder eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit vorliegt oder wenn die Voraussetzungen für subsidiären Schutz nicht mehr bestehen. Auch hier kann der Betroffene die Entscheidung wiederum beim Bundesverwaltungsgericht bekämpfen. 4 afghanische Asylwerber werden mit der Tat in Verbindung gebracht. 3 von ihnen sind bereits davor straffällig geworden. Nun stellen sich viele die Frage, haben die Verdächtigen das österreichische Asylsystem ausgenutzt? Braucht es strengere Gesetze? Asyl- und Fremdenrecht an sich hat als Aufgabe, schutzbedürftigen Personen den notwendigen Schutz zu bieten. Aber, und das ist vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion besonders relevant, es ist nicht Aufgabe des Asylrechts, Straftaten zu verhindern. Und wer eine Straftat begeht, verspielt eigentlich sein Recht auf Asyl. So die Professorin für Menschenrechte Ursula Kriebaum. In der Genfer Flüchtlingskonvention ist das ohnehin schon vorgesehen, dass wenn sie eine Bedrohung für den Aufnahmestaat wären, dass man sie dann abschieben darf. Bei der Europäischen Menschenrechtskonvention muss man dann eben prüfen, ob ihnen tatsächlich Folter oder unmenschliche Behandlung in dem Staat, wo man sie hinschieben will, droht. An sich sind da die Kriterien ohnehin sehr streng und ich sehe keine Notwendigkeit, da die Menschenrechte einzuschränken. Da ist kaum noch Spiel. Ein österreichischer Alleingang wäre ohnehin nicht möglich, sagt Europarechtsprofessor Walter Obwexer. Denn die EU schreibt in Sachen Asylrecht Mindeststandards vor, die Österreich nur in wenigen Punkten überschreite. Zur Forderung einer sogenannten Sicherungshaft gibt er zu bedenken. Das heißt, für eine Sicherungshaft braucht es schon konkrete Verdachtsmomente, die wir jetzt wahrscheinlich bei diesem mutmaßlichen Mördern in Wien vorgelegen hätten, aber es braucht konkrete Verdachtsmomente. Jemanden nur in Sicherungshaft zu nehmen, mit der Begründung, da könnte vielleicht eventuell etwas passieren, ist sicher zu wenig im Hinblick auf die damit verbundene massive Einschränkung des Grundrechts auf persönliche Freiheit. Einig sind sich die Experten jedenfalls darüber, dass man für eine Sicherungshaft die österreichische Verfassung ändern müsste. Die Möglichkeit, Straftäter zu inhaftieren, besteht aber ohnehin, ganz unabhängig von Asylgesetzen. Als wären all diese Fragen, Corona nicht zu vergessen, nicht ausreichend für die innenpolitische Auseinandersetzung, liefert der am Donnerstag zu Ende gehende Untersuchungsausschuss immer wieder neue Erkenntnisse über die türkisblaue Vorgängerregierung. Auslöser war das mittlerweile folgenreiche Ibiza-Video. Die ersten Gerichtsverhandlungen sind im Gange, ebenso zahlreiche Ermittlungen vom Kanzler abwärts. Es gab Rücktritte, ein Antikorruptionsvolksbegehren ist auf dem Weg und damit die drängende Frage, was sind eigentlich die gesetzlichen Lehren aus all diesen Enthüllungen für eine transparentere, eine saubere Politik. Sophie Christine Hausberger und Eva Maria Kaiser berichten. Die Nachwehen von Ibiza. Heinz-Christian Strache vorige Woche vor Gericht. Der Vorwurf gegen den ehemaligen Vizekanzler: Bestechlichkeit. Er soll sich gegen Gefälligkeiten für einen Privatklinikbetreiber eingesetzt haben. Seine Aussagen im Ibiza-Video hingegen sind strafrechtlich nicht relevant. Nach derzeitiger Gesetzeslage. Für künftige Fälle hat die Justizministerin schon anderes angekündigt. Eine Person ist bereits dann in Verantwortung zu nehmen, wenn sie als Kandidatin für ein politisches Amt in Aussicht steht. Die Gesetzesänderung wurde für vergangenen Herbst angekündigt. Passiert ist bisher nichts. Wer Korruption erkennen lässt, aber das entsprechende Amt noch nicht innehat, hat immer noch nichts zu befürchten. Eigentlich sind diese Lücken schon länger bekannt. Also es hat sowohl der Europarat als auch andere internationale Organisationen und auch Experten seit Jahren schon darauf hingewiesen. Momentan dient natürlich die Covid-Pandemie als Standardausrede für alles. Die Lücke ist aber logistisch nicht so schwer zu schließen. Also wir harren alle drauf. Auch in Sachen Untersuchungsausschuss hat Ibiza Reformbedarf offengelegt. Die erste Zeugeneinvernahme Anfang Juni 2020. Seither schaukelt sich das innenpolitische Hickhack hoch. Was ist wichtiger, der Erkenntnisgewinn oder der mediale Schaukampf? Wir haben das System der Untersuchungsausschüsse von Deutschland übernommen. Alle deutschen Parlamentsexperten sagen, der Untersuchungsausschuss ist ein politisches Kampfmittel. Also man muss von vornherein wissen, dass es hier nicht um die Wahrheitsfindung geht, sondern dass es hier um den Kampf
Opposition gegen Regierung oder eine Regierungspartei geht. Ein Grund für die Heftigkeit der Debatten: manche Abgeordnete würden den Job von Staatsanwälten übernehmen, kritisiert Werner Zöganitz, Parlamentarismusexperte und früherer ÖVP-Clubdirektor. Diese Verquickung von Parlament und Gerichten, die muss wegkommen. Ja. Es kann nicht sein, dass beispielsweise die paar Ausschussmitglieder mehr oder weniger in einem parlamentarischen Verfahren Fragen für die Strafjustiz vorbereiten. Nicht? Das heißt, sie stellen Fragen, um beispielsweise eine Auskunftsperson in Widersprüche zu verwickeln. Und unmittelbar danach mache ich eine Sachverhaltsdarstellung und gehe dann die Staatsanwaltschaft. Also diese quasi Durchbrechung von zwei Staatsgewalten, diese Gewaltenteilung, die halte ich für problematisch. Schon nach wenigen Wochen U-Ausschuss legt wegen des wüsten Umgangstons, wie sie sagt, Verfahrensrichterin Ilse Huber ihr Amt nieder. Seither werden viele Reformvorschläge diskutiert, um das Niveau zu heben. Live-Übertragung im Fernsehen, ein Richter als Vorsitzender, U-Ausschuss erst, wenn alle gerichtlichen Ermittlungen beendet sind und ein besserer Umgang mit vertraulichen Akten. Hier geht es insbesondere um Datenschutz, wenn Sie sich erinnern, auch im derzeitigen Ausschuss, dass hier in Tausenden Akten angefordert werden, auch von Privatpersonen mit zum Teil sensiblen Daten. Das gehört diskutiert, da gehören auch die entsprechenden Rechtsschutzmechanismen eingezogen und letztendlich auch diskutiert, ob nicht neutrale Stellen hier berufener werden, zu entscheiden, was vorgelegt wird oder was nicht vorgelegt wird. Dem U-Ausschuss liegen die Ermittlungsunterlagen der Staatsanwaltschaft vor, teils hochsensible Daten. Bei Hausdurchsuchungen wurden etliche Handys konfisziert und Chats ausgewertet, die Jahre zurückliegen. Das sei vergleichbar mit der Vorratsdatenspeicherung, meinen manche. Diese hat der Verfassungsgerichtshof vor Jahren aber als nicht verfassungskonform gekippt. Ein Telefonat oder auch selbst der Briefverkehr darf nur dann überwacht werden, wenn wir gerichtliche Genehmigungen haben, wenn ein dringender Tatverdacht besteht, wenn ein konkreter Tatverdacht besteht. Hier werden Handys sichergestellt. Das ist sehr einfach möglich, weil immer, wenn es zu Beweiszwecken dienlich ist, darf ich sicherstellen, ohne gerichtliche Genehmigung. Und aus meiner Sicht stellt sich schon die Frage, wie viel Privatheit sollte der Staat auch zulassen und schützen. Auch Politiker und Promis haben Persönlichkeitsrechte, die missachtet worden sein könnten. Private Chats über Pöbel, Seilschaften oder eine Richterin als Müllfrau mögen unsympathisch sein, strafrechtlich relevant sind sie nicht. In einem Gerichtsverfahren würden sie ausgesondert. Über den U-Ausschuss wurden sie an die Öffentlichkeit gespielt und haben zu Rücktritt und Suspendierung geführt. Bei Ermittlungen muss immer die Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden. Wurde hier über das Ziel hinausgeschossen? Wir sollten uns alle dessen bewusst sein, dass das nicht nur den Politiker A und den Politiker B betrifft, sondern es kann jeden von uns betreffen. Es kann auch sein, dass unser Handy da irgendwie eine Rolle spielt und unser Handy wird sichergestellt und es werden alle Daten auf unseren Handys ausgewertet. Also das ist eine Vorstellung, die für mich das Problematischere eigentlich ist, dass jeder von uns davon betroffen sein kann und uns Privatsphäre schon so wichtig sein muss, dass sie auch der Staat entsprechend schützt. So unerbittlich sich einzelne Abgeordnete im Untersuchungsausschuss gegenüber sitzen, umso erstaunlicher, dass sie woanders als Team auftreten, und zwar am Fußballplatz als FC-Nationalrat. Dessen Kapitän ist der streitbare ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger und Jan Kreiner, als SPÖ-Abgeordneter selten um Kritik an Andreas Hanger verlegen, ist rechter Verteidiger. Und dem nicht genug, zusammen sind sie mit NIOS und grünen Abgeordneten auch noch amtierender Europameister. Aber sehen Sie selbst, Nicole Kampel zeigt uns, wie eng verwoben Politik und Fußball sind. Letztes Training des FC-Nationalrat vor der Sommerpause. Einer verspätet sich. Teamkapitän Andreas Hanger. Ich muss ein wenig schauen, dass wieder ein Tempo reinkommt, glaube ich. Es ist ja fast heiß zum Fußballspielen heute, oder? Schuld an der Verspätung ist nicht die Hitze, sondern der Covid-Cluster im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Der türkise Fraktionsvorsitzende musste auf seinen PCR-Test warten. Ich bin erst seit einer Stunde negativ, quasi, dass ich negativ getestet bin. Also ja,
Soll ich wirklich noch einlaufen? Im politischen Tagesgeschäft gilt Hanger als der türkise Mann fürs Grobe. Beim FC-Nationalrat steht er als Kapitän am Rasen. Im Untersuchungsausschuss habe ich kleine Rolle. Da bin ich Fraktionssprecher meiner Fraktion und da habe ich unsere Positionen auch teilweise sehr pointiert zu vertreten. Als Teamkapitän habe ich darauf zu schauen, dass es ein Miteinander gibt, dass alle in eine Richtung spielen. Und so wird Hangers größter Gegenspieler zum Kameraden. Jan Kreiner, rechter Verteidiger im Team, roter Angreifer im U-Ausschuss. Vor 2 Jahren haben beide den FC-Nationalrat zum Europameistertitel geführt. Jetzt fehlt Kreiner beim Training. Anders als Hanger geht er nach dem Cluster in Selbstisolation. Am Platz macht man dem Kapitän die Mauer. Wie würden Sie denn den Teamkapitän beschreiben? Ich glaube, das ist jetzt die Frage. Das am Spielfeld habe ich noch nicht gesehen, nur im politischen Spielfeld. Das wird es jetzt weisen, aber ich glaube, er ist ein Teamplayer. Ich trenne das ganz strikt. Das eine ist die Politik, das andere ist, was man nach der Politik, nach der Parlamentssitzung oder den Ausschusssitzungen macht. Und das ist was Freundschaftliches, das ist ein Zusammenspiel und geht ja auch viel um die zwischenmenschlichen Kontakte. Man lernt sich auch abseits der politischen Bühne ein bisschen näher kennen, das schadet nie. Politiker am Fußballplatz, in Österreich fast schon Tradition. Heinz Fischer. Wolfgang Schüssel. Leopold Fiegel. Der Außenminister schießt, aber und platziert. Die Botschaft eines Politikers oder auch einer Politikerin beim Fußball ist immer, ich bin einer von euch. Denn das ist nun mal der größte Breitensport, zumindest in Europa. Für Peter Filzmaier hat die Europameisterschaft gezeigt, wie eng Politik und Fußball verwoben sind. Man hat das Rassismusproblem im Fußball gesehen, mit Affenlauten von der Tribüne, aber auch Protesten durch Niederknien gegen den Rassismus. Man hat Homophobie erlebt, Diskriminierung von Menschen anderer sexueller Orientierung. Die Corona-Politik wurde vielleicht zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Und natürlich ist Fußball auch ein Riesengeschäft. Und das gilt auch auf nationaler Ebene, sagt Moritz Ablinger, Journalist beim Fußballmagazin Ballesterer. Grundsätzlich ist Fußball überall eine politische Angelegenheit. Und ich glaube, der Fußball ist in Österreich vielleicht noch ein bisschen mehr als anderswo von der Unterstützung der Politik abhängig. Also die Fußballvereine haben hier nicht genug Geld, um sich beispielsweise ein Stadion selber leisten zu können. Zuletzt in Linz. 2017 jubelt der LASK über den Aufstieg in die Bundesliga. Der Landeshauptmann, bekennender LASK-Fan, versichert prompt: Wenn der LASK ein eigenes Stadion schaffen will, das heute für einen Fußballbetrieb quasi unabkömmlich ist, dann werden wir uns auch beteiligen dran. Noch diesen Sommer erfolgt der Spatenstich. Das Land bezahlt rund die Hälfte der geplanten 65 Millionen Euro. Und wenn man Ja sagt zu Spitzensport, dann muss man ihn auch irgendwie ermöglichen. Und Spitzensport braucht erstens eine Präsentationsmöglichkeit. Sie können nicht am Acker spielen, sie brauchen irgendein Stadion. Und sie brauchen natürlich auch eine Basis. Sie brauchen möglichst viele Vereine und möglichst viele Talente. Erwin Rasinger, lange schwarzer Abgeordneter, noch länger Rapid-Fan. Zum Interview bringt er signierte Fanartikel mit. Ein Ball, der auch wieder unterschrieben, Weinhofer, Kranke, also lauter Berühmtheiten. Rasinger sitzt im Rapid-Kuratorium. Ein Schwarzer unter vielen Roten. Ex-Finanzminister Edlinger, der einst Rapid-Präsident war. Der EU-Abgeordnete Andreas Schieder, dazu der Wiener Klimastadtrat und eine ehemalige Stadträtin. Eine ganz überzeugte, fast fanatische Fußballanhängerin, das ist die Renate Brauner, leider vom falschen Verein, nämlich von Rapid Wien. Brigitte Ederer, ehemalige SPÖ-Staatssekretärin, Anhängerin des violetten Erzrivalen. Bei mir ist es so, dass ich einfach schon als Kind immer mich emotional mit der Wiener Austria verbunden habe und das auch geblieben ist. Also ich bin nicht Politikerin geworden und dann einem Verein sozusagen nahe gestanden, sondern bei mir war es tatsächlich vollkommen umgekehrt. Auch Ederer sitzt im Kuratorium, neben vielen prominenten Männern. Ex-Bürgermeister Häupl, ÖGB-Chef Katzian, Ex-Landeshauptmann Nissel, Ex-Kanzler Kern. Josef Pröll ist als Vizepräsident zurückgetreten.
Man muss fairerweise sagen, der Fußball unterscheidet sich nicht vom Organisations- und Vereinsleben in der österreichischen Gesellschaft generell. Und da haben wir eine extrem hohe Parteipolitisierung. Sogar Autofahrerclubs werden nach Parteifarben zugeordnet. Warum sollte die Durchdringung von Fußballvereinen oder deren Vorständen und Kuratorien durch Parteipolitiker nicht passieren? Vereinsliebe schweißt aber nicht nur zusammen. Bei Rapid hat sich Hans-Peter Doskozil aus dem Kuratorium zurückgezogen. Nach einem Streit mit dem Investor Michael Theuner. Doskozil warf ihm Betrug vor, Theuner konterte mit Amtshaftungsklage. Das Match ist noch nicht vorbei. Der Millionär finanziert Rapid inzwischen ein neues Trainingszentrum. Ich glaube, es zeigt nochmal ganz gut, wie prekär vielleicht die finanzielle Lage von österreichischen Fußballvereinen ist, dass man so Investitionsprojekte ohne entweder die öffentliche Hand oder große Geldgeber nicht stemmen kann. Ich glaube, der Michael Theuner ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil vielleicht ist es kein russischer Oligarch, aber unumstritten macht es das trotzdem nicht. Fußball ist ein Geschäft, das nicht immer gewinnbringend ist, sagt Peter Filzmaier. Man braucht oft die Politik zumindest als Rettungsnetz, denn wir hatten ja schon Fußballvereine, die in Konkurs gegangen sind. Manche gibt es tatsächlich nicht mehr oder in einer ganz unteren Spielklasse. Aber immer ist auch die Frage im Raum stehen, kann nicht die Politik irgendwie helfen, zuletzt bei Austria Wien. Fußball und Politik. Die einen brauchen Geld, die anderen suchen Sympathien. Was ist Ihre Position am Spielfeld? Also ich spiele immer in der Mitte. Immer schön defensiv und wenn es notwendig ist, versuche ich auch einmal anzugreifen. Also anders als in der Politik? Na ähnlich, da sehe ich mich auch, habe ich mich auch eher gesehen als Defensivspieler, aber wenn es notwendig ist, dann gehe ich in den Angriff. Ende August geht es für den FC-Nationalrat um die Titelverteidigung. Andreas Hanger hofft auf breite Unterstützung. Und Sie halten uns die Daumen, dass wir den Europameistertitel verteidigen? Natürlich. Alles klar, danke. Wiederschauen. Fairplay geht doch. Vielleicht auch dann im politischen Herbst. Bis dahin ist aber einmal weitestgehend Pause in der Innenpolitik angesagt. Daher verabschieden auch wir uns in die Sommerpause und freuen uns auf ein Wiedersehen im September. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie gut durch einen hoffentlich erholsamen Sommer. Schönen Abend, willkommen aus dem ZIP2-Studio. Es gibt viele offene Baustellen, wenn es um das Kindeswohl in Asyl- und Fremdenrechtsverfahren geht. Zu diesem Urteil kommt die vom Justizministerium eingesetzte Kindeswohlkommission. Dazu ist die Leiterin der Kommission, Irmgard Griss, zu Gast. Der Streit zwischen der SPÖ-Parteivorsitzenden und dem burgenländischen Landeshauptmann wird offen ausgetragen und dafür gibt es Kritik aus den eigenen Reihen. Wie geht's weiter? Darüber spreche ich mit dem Politologen Anton Pelinker. Und Kuba erlebt derzeit einen noch nie dagewesenen Protest. Mehr dazu gleich in der ZIP 2.